Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Video zum Tag der offenen Tür. Ja, für viele Leute. Oh Gott, wer ist denn da in die Kamera gerast? Wer war denn das hier? Wer überrascht mich denn hier? Die Sakura. Okay, ja gut. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal so zeigen, was es denn alles so beim Tag der offenen Tür dieses Jahr gibt. Für sehr, sehr viele Spieler, die vielleicht noch nicht mal ein ganzes Jahr Star Stable spielen, die haben dieses Event natürlich noch nicht miterlebt. Und für viele ist es auf jeden Fall was Neues und was Schönes und was Cooles. Und ja, ich möchte euch gerne mal dieses Jahr mitnehmen, was es denn so alles Neues gibt. Zuerst einmal haben wir die wunderschöne Dekoration in den Farben, ja, so Gold, Rot und ja, in anderen Farben. Gut, die Ballons sind halt so Orange, Rot, Bordeaux, Lila, Weiß und Gold, aber die Farben sind hauptsächlich so Rot, Weiß und Gold. Das war letztes Jahr auch so, das Jahr davor waren die Farben etwas anders. Und ja, wir haben hier ein sehr, sehr schönes Dressurviereck bekommen. Ich meine, die Arena hier, die ist ja schon immer da, aber in der Arena haben wir jetzt so ein wunderschönes Dressurviereck. Ups! Eigentlich muss ich da hinten reinreiten, habe ich aber nicht gemacht. Und ihr seht, hier in den Dressurviereck werden alle Spieler ausgeblendet. Hier werden, glaube ich, nur Leute, die in dem gleichen Club sind, mit eingeblendet und Leute, die, glaube ich, in einer Gruppe oder nee, in der Freundesliste, glaube ich, nicht. Ich glaube, hier werden nur Spieler eingeblendet, die in derselben Gruppe sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Gruppe jemanden eingeladen hat oder eben Leute aus dem Club. Das finde ich ganz cool, weil wenn man mit dem Club hier ein wunderschönes eine wunderschöne Dressur aufführen möchte, dann ist man hier auf jeden Fall ungestört. Die anderen werden automatisch ausgeblendet, wenn irgendein Spieler nicht zum Club gehören sollte. Und ich fand das eigentlich ganz cool. So, dann haben wir hier unten noch etwas Schönes. Wir haben hier, wenn man auch mal ein Clubtreffen gemacht hat oder ein Dressurtreffen, dann kann man sich hier auf jeden Fall auf den Picknickplatz ein bisschen ausruhen. So, hier haben wir wirklich einen riesengroßer Platz. Hier passen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Leute hin. Ne, hier kann man sich wieder hinsetzen. Ups, kann man sich schön ausruhen, was trinken und auch tanzen. Das finde ich natürlich cool. Und hier hinten sitzt so eine kleine schwarze Katze, die ist ja mal voll süß. Ja, total knuffig. So, kann ich die eigentlich streicheln? Die kann ich sogar streicheln. Nein, wie süß ist das denn? Okay, das ist mega süß. Ja, falls ihr noch mehr Tiere knuddeln könnt, hier nebenan gibt es einen kompletten Streichelzoo. Und hier könnt ihr alle möglichen Tiere streicheln. Ihr könnt ein Esel streicheln, eine Kuh, ein Schwein, ein Schaf. Ihr könnt sogar ein Huhn streicheln. Ja, das geht auch. Guck mal. Und die Animation von den Tieren, wenn man die streichelt, ist auch mega knuffig gemacht. Ihr könnt hier sogar ein kleines Fohlen streicheln. Sogar eine Schneeeule könnt ihr streicheln. Eine Katze und hier sogar diesen kleinen Fuchs, wenn ihr den erwischt. Ja, das ist mega, mega süß. Also für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Und da habt ihr es gerade gesehen. Moment, ich gehe nochmal ein Stückchen weiter weg. Hier im Hintergrund ist nämlich, glaube ich, gerade ein Clubtreffen. Da seht ihr nämlich die ganzen Leute. Und wenn ich dann aber näher rangehe, dann seht ihr, die Leute sind für mich gar nicht da, weil die eben nicht zu meinem Club, beziehungsweise zu unserem Club gehören. Deswegen werden die automatisch ausgeblendet. Eigentlich eine coole Sache, oder? Wenn wir zum Jorvik-Stall hineinreiten wollen, dann wartet an jedem Eingang so, ja, zwei Reiterinnen oder zwei Reiter mit ihren zwei Libizanas und die machen dann, ja, diese Levade nennt man das, glaube ich, wenn man dann hier reinspaziert. Finde ich ganz, ganz toll. Hier sieht man wieder diese Fahnen, diese goldenen Fahnen mit dieser wunderschönen roten Rose drauf. Und wie die letzten Jahre davor haben wir natürlich auch dieses Jahr diese wunderschönen zeitlich begrenzten Pferde. Wir haben hier einmal einen wunderschönen Dunkelfuchs, einen dunkelbraunen Lusitano. Hier haben wir ebenfalls einen Lusitano, das ist ein Fliegenschimmel. Hier haben wir drei Lipizzaner, das ist ein einfacher Apfelschimmel mit wunderschönen Abzeichen, wie ich finde. Hier haben wir einen Lipizzaner Fliegenschimmel. Und hier haben wir noch einen Lipizzaner Apfelschimmel, aber einen dunklen Apfelschimmel. Hier haben wir den Buckskin Andalusia, den ich mir ja gestern gekauft hatte. Kaufvideo dazu findet ihr mir auf meinem Kanal. Und oh mein Gott, Partnerlook, Lova Norforth.
Northwolf. Klingt auch mega cool. Ja, die Farbe passt übrigens auch sehr gut zum Andalusia. Ich hatte ja übrigens gestern das rote Set auf diesen Andalusia drauf und ich weiß auch nicht, irgendwie stehen diesen Andalusia so gut wie alle Farben. Ich schreibe mal ganz kurz zurück, huhu, und ja, kommen wir zurück zu den Pferden. Hier haben wir das Pferd, das dieses Jahr neu dazugekommen ist. Das ist der Rabicano Araber, der dritten Generation. So, dann haben wir hier natürlich, wie auch dieses Jahr und die Jahre davor, einen Verkaufsstand mit wunderschönen, ja, Dressurteilen, sage ich mal. Neu dazugekommen ist dieses schwarze Dressur-Outfit und dann noch das, was ich jetzt trage, dieses Türkise. Das ist so unheimlich schön. Das Schwarze habe ich mir nicht gekauft, weil ich habe bereits ein schwarz-weißes Dressur-Outfit in meinem Kleiderschrank und ein schwarz-weißes Dressur-Outfit reicht mir tatsächlich. Ich klicke jetzt noch mal ganz, ganz schnell durch alles durch, damit ihr sehen könnt, was es denn hier so alles gibt, wie teuer das ist und so weiter und so fort. Und genau. Und ihr habt ja auch gerade gesehen, was neu angezeigt wird. So, dann haben wir eine Quest bei der lieben, wie heißt sie denn? Genau, bei der lieben Johanna. Aber bevor ich die Quest mit euch ganz schnell mache, haben wir hier noch Hugh. Denn Hugh, ich lese das mal ganz kurz vor, was SSO zum lieben Hugh heute geschrieben hat. Die haben nämlich etwas auf Instagram gepostet. Das habe ich mir ja abfotografiert. Genau, der erfahrene Tierarzt Hugh von der Rettungsranch auf der Südhof-Halbinsel ist auch mit von der Partie. Wenn du mit ihm redest, erhält das Pferd, das du gerade reitest, in diesem Sinne wäre das hier mein Andalusia, während der Dauer des Tag der offenen Tür-Events einmal pro Tag einen kostenlosen tierärztlichen Check-up. Du findest ihn direkt in der Nähe der Stelle. Genau, also hier, genau. Das heißt, ihr sucht euch einfach ein Pferd eurer Wahl aus, das ihr jeden Tag hier zu Hugh bringen könnt. Da klickt ihr auf Hugh drauf und ach so, ich muss absteigen. Okay, machen wir das mal ganz schnell. Willkommen zurück, Isabel. Soll ich mir Wanda kurz ansehen? Steige einfach ab und ich kann direkt loslegen. Wenn du lieber möchtest, dass ich ein anderes Pferd untersuche, dann warte ich kurz, während du zu deinem Stall zurückkehrst. Vergiss nicht, dass ich täglich nur einen kostenlosen Check-up anbiete. Genau, also ihr könnt das wirklich nur für ein einziges Pferd machen. Also sprich, wenn ihr hier zu Hugh mit eurem Pferd geht und es hat schlechte Laune, also einen roten Smiley, gut, den Smiley gibt es nicht mehr, aber es hat schlechte Laune und dann wird dieses Pferd von Hugh auf. Ja, auf die beste Laune, auf einen grünen Smiley sozusagen, gesund gepflegt. Ja, ich mache das jetzt einfach mal, weil bringt mir zwar nicht viel, weil alle meine Pferde sind beste Laune, weil ich habe ja Stallhilfe und genau. So viel zu Hugh und wie gesagt, es gibt auch noch eine Quest bei Johanna, die gibt es jedes Mal. Ich glaube, das werde ich euch jetzt nicht alles vorlesen, weil das ist wirklich jedes Jahr dasselbe. Und ich glaube, ich habe es letztes Jahr und auch das Jahr davor schon mal vorgelesen auf meinem Kanal. Und das mache ich jetzt nicht nochmal. Nee, das müssen wir nicht nochmal durchkauen. Aber ich zeige euch das jetzt alles mal im Groben. Genau, erstmal müssen wir auf jeden Fall anfangen, hier alles so ein bisschen, ja, dekorieren und zu schmücken und noch etwas hübscher zu machen, weil eigentlich ist der Jobbikstall ja schon sehr, sehr hübsch dekoriert und gestaltet. Aber ja, wir müssen Müll aufsammeln. Ja, das müssen wir auch. Aber genau, wir müssen auf jeden Fall bei der Verschönerung des Jobbikstalls so ein bisschen mithelfen. Gut, ich muss sagen, diese Ballons, die wir jetzt aufgestellt haben, das hat jetzt nicht so viel gemacht und gebracht, aber hey, wir haben ein bisschen geholfen. Besser so als gar nicht, oder? Ja, jetzt müssen wir die Pferde von der Weide holen. Diese Pferde, ich glaube, das waren drei oder vier. Wie waren das? Ich glaube, es waren drei Pferde. Hier haben wir übrigens die zwei weißen Lipizzaner, die diese Levade durchführen. Ah ja, drei Pferde. Guckt mal. Lusitano, Connemara und Fjordpferd. Genau. So, diese drei hübschen Tierchen müssen wir jetzt wieder zurückbringen. Tut mir übrigens leid, dass das Licht jetzt nicht so das Beste ist. Ich nehme gerade, wann nehme ich denn auf? Wie spät ist es denn? 20:07 Uhr. Ich nehme gerade 20:07 Uhr auf und da ist das Licht in Stars, der wäre jetzt nicht das Beste. Ja, wir haben gerade Sonnenuntergang und deswegen, ja, verzeiht mir bitte das nicht so schöne Ambiente. Das nicht so schöne Licht, meine ich. Das Ambiente ist eigentlich sehr schön, weil wer von euch mag keine Sonnenuntergänge? Richtig, wahrscheinlich niemand. So. Bevor die lieben Pferdchen geritten werden, müssen wir natürlich noch etwas tun. Genau, wir müssen sie sauber machen. Was denn sonst? Gesagt, getan. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd.
So, Pferde sauber gemacht. Und was kommt nach dem Putzen? Richtig, natürlich das Satteln. So, wo ist die Pferdeausrüstung? Ja, die ist hier in irgendeinem der Kartons, glaube ich, versteckt gewesen. Oder wurden die... Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, die Sättel holen. Wurden die Sättel verloren? Ich glaube, ja. War natürlich klar, dass dort, wo die Sättel drin sind, dass das wieder die allerletzte Kiste ist, die ich anklicke. Oder die Sättel sind gar nicht in den Kisten vor. Ach, ja, doch. Ah ja, okay, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Warum habe ich vier Sättel? Das sind doch nur drei Pferde. So, ihr süßen Mäuse, jetzt wird ordentlich aufgesattelt und... Oh, die haben die neuen Decken, die es bei Mayas Quest gab. Nein, ich fasse es nicht. Saß hat etwas. Ach, und oh, der Andaluse hat diese pfirsichfarbene Decke. Ach, das ist ja schön. Okay, und das Konnemara hat die gelbe Decke. Oh mein Gott, das passt ja farblich richtig gut alles. Guck mal. Saß hat sich ja bei der Farbauswahl richtig Gedanken gemacht. Übrigens, was für tolle Pferde kriegen die Leute, die hier auf diesen Pferden reiten? Einer kriegt ein Fjordi, der andere kriegt ein Andalusien. Da hinten kriegt ein voll süßes Konnemara-Pony. Das sind eigentlich voll die guten Pferde, oder? Also, wenn ich jetzt im echten Leben auf einem Lusitano oder auf einem Fjordpferd oder auf einem süßen, tollen Connemara-Pony reiten würde, könnte, sollte, was auch immer, da wäre ich überglücklich. Ja, das sind so schöne Tiere. Okay, und damit die Anfänger auch wissen, wo es überhaupt hingeht, wo sie überhaupt langreiten müssen, dann... Ach nee, das ist ja gar nicht, glaube ich, für die Anfänger. Das ist doch, glaube ich, für die Rennstrecke. Genau. Es gibt ja nicht nur Quests. Es gibt natürlich auch Rennen für diese 2 Wochen, die wir absolvieren können. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich mein Andalusia gleich noch mal ein bisschen mehr trainieren. Und noch ein bisschen leveln. Ja, mein Andalusia ist seit gestern schon wieder Level 5. Aber gut, von Level 1 bis auf Level 5. Das ist in Star Sailor nicht wirklich schwierig. Das kriegt man tatsächlich mit ein paar Rennen ganz schnell und ganz leicht hin. Von daher... Ihr wisst, ich bin relativ schnell in Leveln, deswegen, ja, ich habe mir tatsächlich wieder mal Zeit gelassen. So, das war der letzte Wegweiser hier. Jetzt müssen wir wieder zurück zu Johanna. Ich hoffe, dann können wir endlich mal die Rennen hier machen. Das wäre gar nicht mehr so verkehrt. Tada! Und da haben die Libesaner wieder die Levade durchgeführt. Ich finde das so herrlich. Ja, wir sind jetzt das Versuchskaninchen. Wir können jetzt die Strecke einmal testen und durchreiten. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir überhaupt für eine Belohnung bekommen am Ende. Naja, das werden wir ja gleich sehen. Die Strecke finde ich an sich ganz cool. So, da habt ihr es mal im Schnelldurchlauf gesehen, wo es lang ging. Genau, einmal um den Jorvik-Steil so ein bisschen drumherum. Also jedenfalls so halbwegs. So, ich glaube, jetzt können wir das Rennen nochmal machen. Genau, das mache ich aber später. Jetzt machen wir erstmal mit der Quest weiter. Und jetzt müssen wir mit Stein reden. Nein, nicht mit einem Stein, sondern mit dem Menschen Stein. Es ist doch immer wieder dasselbe mit Stein. Jedes Jahr verliert er die Sättel aufs Neue. Ach ja, viele von euch kennen diese Tragödie. Und ich leider auch, weil ich sie schon so oft gemacht habe. Warum brauchen die eigentlich die Sättel? Die Pferde sind doch schon gesattelt. Oder braucht Johanna jetzt noch mehr Sättel? Ja, ich weiß, es ist ja nicht so, dass hier nur 3 Leute auf dem Tag der offenen Tür auf diesem Event hier herumreiten. Es kommen natürlich viel, viel mehr Leute. Das ist mir bewusst. Ja, ich weiß. Oh, hä? Ihr Sättel? Warte mal. Wo ist denn der vierte? Ach, da hinten. Also ganz ehrlich, wie kann man einen Sattel verlieren? Beziehungsweise wie kann man so viele Sättel verlieren? Wie kann einem das nicht auffallen? Sättel sind doch so groß und so schwer und das muss einem einfach auffallen, wenn die verloren gehen. Aber gut, ich rede hier mit einem Stein. Was soll ich denn da schon erwarten? Ja, jetzt kommt nämlich das Beste, ihr Lieben, das Beste. Wir, also wir. Ja, wir, die Mädchen für alles, die hier alles erledigen müssen. Wir haben nicht nur die Schlumperei von Stein beseitigt, also sprich seine Sättel gesucht, gefunden, aufgehoben und wieder zu ihm geschleppt. Jetzt müssen wir diese Sättel auch noch für ihn schrubben. Das müsst ihr euch mal überlegen. Er hat alles verbockt und wir müssen jetzt das Verbockte wieder entbocken und alles für ihn sauber machen. Kann ich hier irgendwie eine Beschwerde einreichen? Wenn man für diese Quest wenigstens jedes Jahr noch so ein kleines Questgeschenk als Belohnung bekommen würde, das wäre mega cool. Ich meine, ja, es gibt ein paar Schillinge, es gibt ein paar XP, vor allem XP, XP
bla bla bla, aber ja, so ein kleines Questgeschenk. Ich weiß, da müsste SSO jedes Jahr wieder ein neues Questgeschenk einfügen, aber ganz ehrlich, die bringen auch jedes Jahr hier neue Reitklamotten ins Spiel und da könnt ihr auch mal so ein kleines neues Questgeschenk mit einfügen, oder? Es muss ja auch nicht viel sein, es muss ja auch nicht Chumpy-tauglich sein, aber die, ja, irgendwas. Irgendwas. Ach ja, stimmt, jetzt muss ich ja... Sind denn die Besucher eigentlich? Ach so, die stehen schon an ihren Pferden. Na, das ist ja perfekt. Versprichst du, dass das hier nicht... Oh je, das ist hoch. Ja, das ist so, wenn man auf dem Pferd ist. Es ist wohl nicht gefährlich, was? Ich sag mal so, Reiten ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen trägt man ja auch einen Helm für den Fall der Fälle. Also aufpassen muss man beim Reiten logischerweise schon. Aber an sich ist es eigentlich relativ ungefährlich. Die erfahrenen Reiter unter euch. Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Würdet ihr sagen, dass Reiten schon ein gefährlicher Sport ist? Ich meine, es kann ja nicht nur beim Reiten an sich was passieren. Es kann ja generell immer irgendetwas passieren, wenn man bei den Pferden steht. Ich weiß nicht, das Pferd kann einen irgendwie umschubsen, treten. Man kann, wie gesagt, vom Pferd richtig krass dolle runterfallen. Und ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Würdet ihr sagen, dass Reiten ein gefährlicher Sport ist? Ich meine, da kann wirklich schon relativ viel passieren, aber ich glaube, wenn es so unheimlich höchst gefährlich wäre, würden das, glaube ich, nicht so viele machen. Vor allem nicht so viele junge Menschen, auch nicht so viele kleine Kinder und Mädchen oder sowas, aber dann halt wirklich schon relativ viel passieren, würde ich sagen. Ihr macht das gut, Mädels, ihr macht das gut, ihr macht das sehr gut. Oh mein Gott, ich möchte bitte mit diesen Mädchen hier vorne tauschen. Ich möchte mal so, so, so unheimlich gerne auf dem Fjordpferd sitzen. Ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich mal auf einem Fjordpferd reiten würde. Wirklich, ich weiß nicht. Ich mag Fjordpferde so gerne. Es sind so hübsche und liebe Tiere. Ich weiß nicht, ich mag die ihre Statur. Ich mag die ihre Fellfarbe, wie sie gebaut sind und ihren Charakter. Ich weiß auch nicht. Na, da wären wir doch schon. Wir sind in Jarlaheim angekommen. Jetzt, ihr verbringt eine längere Zeit in Jarlaheim, wo du die Besucher herumführst. Nach einer Weile wird es Zeit, wieder zurückzukehren. Ich dachte, das wird ein Reitausritt und keine Rundfahrttour in Jarlaheim, so ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Bin ich jetzt Reitlehrerin und Stadtführerin in einem? Ich sag ja, ein Mädchen für alles. So, und da wären wir auch schon. Ich glaube, es sind alle da. Ja, es sind alle da. Sehr schön. Suchen nach den Gegenständen, welche die Besucher vergessen haben. Wie, die Besucher haben Sachen vergessen. Wir haften nicht für ihre Gegenstände. Bitte passen Sie selber auf Ihre Wertsachen auf. So, das war's auch schon. Das waren nur 3 Gegenstände. Naja, so viel war es doch gar nicht. Ach ja, jetzt müssen wir ja die Gegend fotografieren. Stimmt. Hatten wir echt so viele Aufgaben? Okay, ich wusste, dass wir viele Aufgaben haben, aber so viele? Naja, gut, okay. Na, das ist doch mal ein schönes Foto. Ja, das ist ein sehr interessantes Foto. Achso, wir mussten nur 3 Bilder machen, das war's schon. Okay, das ging ja wirklich fix. So, was haben wir denn jetzt noch für eine Aufgabe? Ein Wettbewerb. Ach ja, wir kriegen ja noch ein zweites Rennen. Stimmt ja, wir haben ja nicht nur ein Rennen, wir haben ja noch ein Rennen. Also insgesamt 2 neue Rennen, 2 zeitlich begrenzte Rennen. Ja, das Rennen finde ich ehrlich gesagt auch cool. Ich glaube, das geht etwas länger als das andere. Ihr gesehen, wie oft ich hängen geblieben bin. Du meine Güte, das war echt total schlecht. Aber ja, auch hier habt ihr mal ganz kurz im Schnelldurchlauf die Strecke gesehen, also wo sie lang führt. Über die Koppelinsel. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, was müssen wir denn jetzt noch machen, Johanna? Du hast ja wirklich ganz schön viele tägliche Aufgaben für uns. Unser eigener Sprungwettbewerb. Es gibt noch eine... Okay, ich bin wirklich so planlos, okay. Gut, dass ich das alles nochmal euch zeige und in einem extra Video verpacke, denn dann kann ich mich selber nochmal an die Dinge erinnern, die man hier eigentlich machen kann. Ich hatte immer damit gerechnet, es waren 2 Rennen, aber nein, es waren 3 Rennen tatsächlich. Ja, wir haben hier auf dem Dressurplatz auch nochmal einen Springreitwettbewerb. Eine Sprungstrecke, finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Ja, auch diese Strecke bin ich jetzt nicht so gut geritten, aber ein NPC auf einem Knabenstrober. Die Ausrüstung steht dem Pferd aber auch. Meine Güte, kann man sich ein paar Outfit-Ideen holen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, genau, das war das dritte Rennen. Wir können das Rennen jetzt nochmal starten. Ach so, wir müssen das nochmal starten. Um ja die Quest zu vollenden, sozusagen. Ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt halt alles nochmal. Okay, das zweite Mal lief auf jeden Fall viel, viel besser. Jetzt kannte ich die Strecke ja schon. Und ja, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Müssen wir jetzt eigentlich nochmal hoch zu Johanna? Oder haben wir jetzt alles erledigt? Ich glaube schon. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Nee, ich glaube, es gibt keine neuen Quests mehr verfügbar, laufend. Nein, wir haben hier nur noch tägliche Quests. Wir haben hier auch tägliche Ü Aufgaben. Also wir haben hier, wie gesagt, die zwei Rennen. Also die Elite oder das Elite-Geländerennen. Ja, Reitlehrer Road, auch tägliche Aufgabe. Wie viel kriegt man denn eigentlich dafür? Nur 15 Jorvik-Schillinge, so viel ist das jetzt nicht. So, dann müssen wir hier wieder die Kiste suchen. Das ist auch eine tägliche Aufgabe geworden. Dann haben wir hier das zweite Elite-Geländerennen. Und dann haben wir da unten nochmal ein Spring. Reitrennen. Ja, also zwei tägliche Aufgaben, drei tägliche Quests, ein Stand mit verschiedenen Outfits und sieben Pferde, die wir uns kaufen können. Das steht uns alles zur Verfügung, wenn wir die ganzen Quests und Aufgaben und was weiß ich nicht alles gemacht haben. Finde ich auf jeden Fall cool. Es gibt täglich wieder etwas anderes, etwas Neues zu tun. Ich meine, ich habe das Event jetzt schon drei oder viermal mitgemacht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und wer ist denn hier so elegant? Hübsches Outfit. Dankeschön, Chiara. Ja, oh Gott, ich werde umzingelt. Hilfe, du meine Güte. Ja gut, ihr Lieben, bevor ich jetzt noch mehr umzingelt werde, hoffe ich, dass euch dieses kleine Infovideo zum Tag der offenen Tür gefallen hat. Ihr wisst jetzt, was Sache ist. Ihr wisst, was dieses Jahr reingekommen ist. Oh Gott, da kommt ja noch jemand. Und alle so edel angezogen. Guckt euch das mal an. Mensch, Ladies, ihr seid ja richtig schick hier. Genau, ja, das war es auf jeden Fall von meinem Video. Ich denke immer, da kommt irgendjemand durch mich durchgeritten. Dabei ist das nur ein NPC. Ja, Pony. Ich werde dauernd abgelenkt, merkt ihr es? Auf jeden Fall wollte ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Und ja, ich hoffe, wir hören oder sehen uns im nächsten... ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns im nächsten Video oder nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und meine Schnute steckt gerade im Popo von diesen Friesen da. Egal, ihr Lieben. Ciao, ciao.